Arbeitsrechtlich ist das Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten nur punktuell geregelt. Was gibt es hier zu beachten? Weder gibt es seitens der Belegschaft einen Anspruch darauf, noch kann die Firmenleitung die Arbeit im Homeoffice anordnen. Unternehmerinnen und Unternehmer, die Homeoffice oder mobiles Arbeiten erlauben wollen, sollten sich deshalb mit Fachleuten austauschen, bevor sie, am besten per schriftlicher Ergänzung zum Arbeitsvertrag, eine solche Vereinbarung treffen. Rechtlich eindeutig definiert ist nur die Telearbeit gemäß Arbeitsstättenverordnung. Telearbeitsplätze sind vom Unternehmen fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, die den Arbeitsplatz im Büro für bestimmte Zeiten oder komplett ersetzen. Telearbeitsplätze erfordern eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine anfängliche Gefährdungsbeurteilung sowie eine Unterweisung und sind vom Unternehmen professionell auszustatten sowie zu warten. Im Gegensatz zur Telearbeit ist die Arbeitsform des mobilen Arbeitens oder Homeoffice bisher nicht gesetzlich geregelt, aber auch ohne weiteres zulässig. Hier gilt die Arbeitsstättenverordnung nicht, aber der allgemeine Arbeitsschutz gemäß Arbeitsschutzgesetz ist zu gewährleisten. Je mehr Eigenverantwortung die Beschäftigten beim Gestalten ihrer mobilen oder Homeoffice-Arbeitsplätze haben, umso weniger Einfluss hat das Unternehmen auf den Gesundheitsschutz. Die Pflichten des Arbeitgebers werden sich oftmals auf eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung sowie Hinweisen zu typischen Gefahren des Arbeitsplatzes beschränken. Die Einhaltung der Vorgaben sollte stichprobenartig überprüft und regelmäßig nach möglichen neuen Gefährdungen gefragt werden. Unternehmen sollten diese Bemühungen sauber dokumentieren. Unternehmen müssen gewährleisten, dass Arbeitsmittel, die sie zur Verfügung stellen, sicher sind sowie gewartet und geprüft werden. Rechtlich besteht bei mobiler Arbeit oder Homeoffice keine Verpflichtung, die Büroausstattung kostenlos zu stellen. Empfehlenswert ist dies trotzdem. Erstens arbeitet es sich besser mit einer professionellen Ausstattung. Zweitens lässt sich die Privatnutzung dieser Geräte untersagen und jederzeit ihre Herausgabe verlangen. Dies dient dem Schutz von Daten und Geschäftsgeheimnissen. Dieser sollte vertraglich festgeschrieben werden. Natürlich gilt auch bei Tätigkeiten außerhalb des Firmengeländes, was das Arbeitszeitgesetz zu Arbeitszeit und Pausen festlegt. Das Unternehmen hat hier zwar kaum Kontrollmöglichkeiten, sollte aber einen Rahmen für Arbeitszeiten vorgeben und die Beschäftigten zur Arbeitszeiterfassung auffordern. Auch diese Bemühungen sollten sauber dokumentiert werden. Generell stehen Beschäftigte auf dem Weg zum und am Arbeitsplatz unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Versichert ist im Homeoffice zumindest die Arbeit am Schreibtisch. Alles andere dürfte Einzelentscheidungen erfordern, insbesondere Unfälle bei mobiler Arbeit. Wichtig ist auch, mit den Beschäftigten zu besprechen, ob technische Geräte bei Unfällen und Diebstahl über bestehende Policen versichert sind oder dies eine eigene Absicherung erfordert. Bei steuerlichen und rechtlichen Fragen zum Thema mobiles Arbeiten helfen Steuerberater und Rechtsanwälte. Vorab informieren kann man sich im Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten, erhältlich auf datev.de und im Buchhandel. Weitere interessante Themen rund um Ihr Unternehmen finden Sie auch auf www.trialog-magazin.de mit vielen aktuellen Tipps mit Mehrwert.